Wir befassen uns nun mit dem Beispiel Online-Glücksspiel. Das heißt, einem Beispiel aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das ist die Nummer 1-521. Ein Mann spielt über einen längeren Zeitraum regelmäßig dasselbe Online-Glücksspiel mit konstanter Gewinnwahrscheinlichkeit. Von 768 Spielen gewinnt er 162. Mit welcher ungefähren Wahrscheinlichkeit wird er das nächste Spiel gewinnen? Kreuzen Sie den zutreffenden Schätzwert für diese Wahrscheinlichkeit an. Das heißt, ein guter Schätzwert für diese Wahrscheinlichkeit wird die relative Häufigkeit sein der bis jetzt getätigten Fälle. Das heißt, wir brauchen hier die günstigen Fälle für Gewinnen durch alle möglichen. Insgesamt hat er in 162 Fällen gewonnen und er hat 768 Mal gespielt. Das heißt, das Ergebnis jetzt dieses Quotienten wird schon ein ziemlich guter Schätzwert für die Wahrscheinlichkeit des nächsten Spiels sein. Das heißt, das kann man in den Taschenrechner eingeben. Zur Sicherheit aber sollte man auch kurz mal überschlagen, was wird hier rauskommen. Das heißt, ein Tipp meinerseits ist, dass man sich hier überlegt, na wo, in welcher Größenordnung muss denn das sein, denn die möglichen Fälle zwischen 0,126 und 76,6% hier bei den anzukreuzenden Ergebnissen gehen ja sehr, sehr stark auseinander. Wenn wir jetzt den Quotienten, das heißt Zähler und Nenner, jeweils auf 100 runden, haben wir hier 200, 800stel und das entspricht jetzt vom konkreten Wert hier ca. 25%. Das heißt, wenn wir uns das hier im Konkreten ansehen, bleiben eigentlich nur die 21,1 und die 16,2 über. Und wenn wir das konkret ausrechnen, erhalten wir von 162 durch 768 einen Wert von 0,2109 gerundet. Und das entspricht dann wiederum gerundet 21,1%. Das heißt, wir haben hier das Beispiel, das richtig ist.